Aufgabe 5. Wundversorgung. Erstelle einen Druckverband und zeige, wie du einen gebrochenen Arm schienen würdest. Du hast allerdings kein Medikit dabei und musst komplett improvisieren. Du kämpfst gegen ein oder zwei Typen. Klar, mach. Bei mehr musst du schon vorsichtig sein. Wundversorgung, okay, Druckverband und Armschienen. Ist auf jeden Fall nicht mein Spezialgebiet, aber ich gucke mal, was ich da improvisieren könnte und wie ich versuchen würde, an die Sache ranzugehen. Ich würde das T-Shirt, was ich anhabe, versuchen zu nutzen. Klar, wenn ich jetzt einen gebrochenen Arm hätte, dann könnte ich mir nicht mal eben so meinen Pullover ausziehen. Dann müsste man das Ganze irgendwie versuchen, mit dem heilen Arm, ich sage mal, freizuschneiden. Aber wir brauchen ja jetzt irgendwas, was wir auf die Wunde drücken können. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Verbandsmaterial. Und ich glaube, dafür eignet sich Stoff erstmal am besten. Ich meine, wenn ihr auf Natur draußen unterwegs seid, dann habt ihr vielleicht sogar noch Wechselkleidung im Rucksack drin. Das heißt, ihr hättet da noch ein T-Shirt. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass mein linker Arm gebrochen ist. Macht das Ganze noch ein bisschen einfacher. Und wir haben jetzt dieses T-Shirt. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, alles nur mit dem rechten Arm hinzukriegen. Sieht gut aus. Einfach die Naht nehmen zum Aufreißen. Kennt ihr das, wenn ihr Stoff im Mund habt? So, jetzt müsste man langsam probieren, das Ganze hier durchzuschlaufen. Hat schon mal jemand von euch einen Knoten mit nur einer Hand gemacht? Geht das überhaupt? Oh, sorry. Boah, kann das nicht ab. Jetzt habe ich hier... Haben wir irgendwelche Ersthelfer, irgendwelche Sanitätskräfte unter den Zuschauern? Dann gebt mir gerne mal Feedback auf die Konstruktion. Ob hier vielleicht ein bisschen mehr Spannung drauf müsste, also dass man den Arm vielleicht mehr nach oben hebt. Könnte man ja machen, indem man die Knoten noch ein bisschen höher setzt. Also vielleicht eher sowas. Aufgabe 2 war ja ein Druckverband. Ich würde mir jetzt allererstes erstmal so einen Streifen hier rausschneiden, den ein paar Mal falten, sodass man so eine kleine Wundauflage hat. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht steril, ja. Also aufpassen, dass man irgendwie das halbwegs saubere Stück nimmt, aber wenn man nur das hat, dann hat man nur das. Das würde ich dann auf die Wunde auflegen. Und den zweiten Streifen, und da ist extrem wichtig, dass der breit ist, ne? Dass der nicht so dünn ist, weil sonst ihr vielleicht euer Bein abschnürt. Würde ich hier drüber legen, schon mit einem gewissen Druck irgendwie fixieren, aber halt so, dass ihr auf jeden Fall euer Bein nicht abschnürt.